So, ich bin wieder zurück mit meinem Lieblingssong Stopp den Vormarsch, Stopp den Günther. Wir machen weiter. Wo war ich? Was wollte ich machen? Ich glaube, ich warte eigentlich hier nur noch... Oh, ich mache aber... Das sieht vielleicht echt mal gerade... Obwohl, man kann es eigentlich, glaube ich, so laut lassen. Ich glaube einfach nur, dass meine Lautsprecher zu laut aufgedreht sind. So, was wollten wir eigentlich nochmal machen gerade? Ich kann dir den Krieg erklären, ne? Fangen wir mit dir an. Boah, leck, kann ich hier Kors zurückbringen. Krass. 25 AE, 150 Kosten für Eroberung von Astra-Scharen. Was kommst du? Eroberung von Kolonialismus-Kriegsgründe. Wie geil ist das denn? Ah, da genau, da verliere ich Pietät. Genau, das habe ich mir gerade überlegt, wenn ich die Pietät aber oben halten will. Na, dann mache ich das aber clevererweise so, dass ich zuerst ihn angreife. Und Gondwana angreife. Wobei der Krieg gegen Bukhara ja auch schon dann recht lange dauern wird, ne? Was hat hier eine Steppe? Da kriegen die... Ah ne, warte mal, die sind gar keine Horde mehr, ne? Die sind muslimisch. Haben aber noch Hordenideen, ne? Naja, du kannst ja trotzdem mal hier hinkommen. Und du kannst ja mal... ich muss ja irgendwo noch hier weiter zum Spot kommen. Du kannst mal hier hin. So. Und die greifen wir dann danach an. Ein kurzer Blick auf das Militär von Bukhara verrät uns, dass sie 32.000 Mann haben. Oh, danke, du willst mir eine schlechte Moral in meine Armee reinknüppeln? Halt doch einfach mal die Klappe. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Schlechtes Eisen. Unsere Verbündeten kriegen eine Bauernrevolte, aber gut, die ist jetzt wirklich nicht dramatisch. Ja, bevor ich hier den Moralmalus kriege, greife ich die aber noch an. Reduzieren wir erstmal die Unruhe. Osmanen schlossen ein Bündnis mit Russland. Das klingt jetzt vielleicht... das klingt jetzt vielleicht schlecht für uns, ist aber eigentlich ganz gut, denn wir kommen nach Möglichkeit in einen Krieg gegen die Osmanen. Wir nehmen mal den Kolonialismus-Kriegsgrund. Greifen auch mal sofort an. Wir kommen in einen Krieg gegen die Osmanen jetzt günstig rein. Eigentlich. Du bist schon auf dem Weg, ne? Ja, gut. Lauf mal hier hin. So, ich bin gespannt, was wir hier würfeln. Erstmal eine 0. Dann eine 1. Dann eine 6. Und dann eine 4. Möchte da nur nochmal an der Stelle erwähnen, wir hätten ihn total zermetert, wenn wir keine 0 gewürfelt hätten. Und keine 1 gewürfelt hätten. Lauf jetzt erstmal hier hin. Gib mir mal den 4er Belagerungsfritzen und lauf mal dahin. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier schnell die Festungen bekommen. Kann man von mir aus auch den Moralmalus mitnehmen. So, dann schickst du mir den einen dahin und den anderen dahin. Ach, da läufst du hin. Okay, das können wir doch, da können wir doch was drehen hier. Dann lauf doch direkt nochmal hier vor. Ja, wenn die 5000 da stehen, das ist nicht verkehrt. Kidok. So,
So, das läuft schon mal. Mein Diplomat hier oben, der ist ja wieder zurück. Dann gibst du mir mal gerade irgendeinen General mit. Der ist, glaube ich, schon ausreichend. Behalt mir den Diplomaten mal da. So, dich greife ich gleich an. Tausig und Sunta haben wir hier. Okay, dann muss ich noch einen Anspruch fingieren auf Yamanka. Geheimdienst, Anspruch fingieren. Yamanka, gut. Und dann machen wir da die Kriegserklärung dann nächsten Monat. So, und jetzt bin ich gespannt, was wir hier würfeln. Wir haben jetzt hier einen Überquerungsmalus, also müssen wir schon ein bisschen besser würfeln als eben. 4. 6 ist gut. Und noch eine 6 ist auch gut. Also ihr seht, da haben wir dann auch direkt schon den ersten Vibe dann gekriegt. Nächste Belagerung angehen. Das ist, glaube ich, echt ganz gut so. Ja, ich glaube, wir kriegen das gut hin hier. Der Krieg gegen Bukhara wird ein kurzer Krieg. Ja, er läuft da hoch, ne? Ah ne, wir kriegen ihn doch. Gut, okay. Wo ist seine Hauptstadt eigentlich? Das ist auch seine Hauptstadt, okay. Mhm. Komm, schick mir da doch jetzt mal gerade einen Kolonisten schon mal hin. Hierhin. Geht erstmal nach Chiba und du kannst ja dann hier mal angreifen. So, wir machen das hier folgendermaßen. Ein Befehlshaber ist gestorben. Ich fürchte ja, dass es der Bursche mit den 4 Belagerungspunkten ist. Was schade wäre. Du wieder zurücklaufen. Wir machen das mal so rum. Ja, ich glaube, er war es, oder? Ja, war er. Schade, schade, schade. Das war schon ein ziemlich cooler General. Würfel mir noch einen, bitte. Das ist natürlich nicht annähernd so gut. Sehr, sehr schade. Aber gut. Also der Krieg gegen Bukhara, der ist easy going. Ah ne, da. Das ist der mit dem, oder? Ist er das? Ne, schade. Auch das haut nicht ganz so hin, wie ich mir das vorstelle, aber gut. Ja, ja, haut mal ab. Ey. So einfach kommt ihr hier jetzt nicht davon. Wir koren unsere Kolonie. Das ist gut, dass die keine Überdehnung geben, das ist schon wichtig. Hm, da gucke mal da. So. Und, hast du Geld? Hätte sogar Geld, aber ich brauche kein Geld. Sollte vielleicht mal. Drauf achten, was hier so passiert. Lauf mal schnell dahin. Nimm bitte den Burschen hier mit.
erforschen die Tech als nächstes. Ach, das ist ja witzig, der besetzt hier ja alles. Was geht denn ab? Der besetzt hier alles mit so Mini-Popel-Armeen, ne? Ah, mein nächster Befehlshaber ist gestorben. Toll. Da komme ich noch nicht hin. Aber hier wahrscheinlich. Muss ich mir gleich mal angucken. Schicken wir erstmal einen hier hin. So, du eroberst bitte das Ding hier und dann machst du mal gerade. Machst du mal den da platt und schickst mir hier bitte so ein paar kleinere Soldatentrüppchen noch ein, damit wir da ein bisschen schneller weiterkommen. Genau, du gehst ja hier hin, du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Ich glaube, so langsam kommen wir der Sache hier ein bisschen näher. Okay. Ach so, Flottenwettrüsten gegen Commonwealth. 52 Schiffe, das schaffen wir auf jeden Fall. Die Frage ist, ob ich das will. Aber ich könnte auch tatsächlich echt noch ein paar Schiffe bauen. Das stimmt schon. Komm, die können wir auch noch. Ich glaube, 4 Kolonien sind jetzt nicht übertrieben. Genau, und du gehst dann dahin. So kann es doch eigentlich ganz gut weiterlaufen. Hier. Wo kommst denn du her? Lauf mal ruhig hier hoch. Wir müssen jetzt schauen, dass wir ihn hier so ein bisschen. Dass wir ihn ein bisschen mehr festnageln. Dass, die Provinz hier bekommen war. Organ bekommen wir schnell. Ist auch keine Festung drin. Ah ne, warte. Lauf bitte. So. Okay. Gut. Nehme ich 30 Diplom-Macht oder kriege ich eine bessere Meinung von Khorasan? Ich nehme die Diplom-Macht. Ich brauche den Meinungsbonus. Den brauche ich nicht. Meinungsbonus, den könnte ich vielleicht bei Frankreich oder so gebrauchen. Boah, sag mal, ey, jetzt krepieren mir hier gerade die Befehlshaber wie die Schmeißfliegen. Das ist ja auch doof. Okay, wir nehmen die Miltech erstmal mit.
Okay, ich muss jetzt mal gerade gucken. Also, das Ding gebe ich Khorasan. Da wird das Annektieren zwar nochmal teuer, aber ist okay. Roshanara. Ich bleib bei Akbar. So, und dann kann ich ja mal schauen, ob ich Kors zurückgeben möchte. So, dann schauen wir mal. Oh, das kostet tatsächlich ganz schön viel. Kostet tatsächlich ganz schön viel Macht. Ich kann aber, oder ich will, hier noch nicht alles irgendwie an Kurs zurückfordern. Ja, das kann man eigentlich auch noch hier lassen. So, und dann gucken wir nämlich mal gerade. Da haben Kasachstan und Khorasan nämlich auch noch Ansprüche drauf. Wen nehmen wir denn da? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will hier Khorasan auch noch nicht so riesig machen. Oder nicht noch viel größer. Ich will Kasachstan auch nicht noch viel größer machen. Das muss auch nicht sein. Lauf mal hier hin. Ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt genug. Lauf du schon mal dahin. Das kostet 234 Diplomacht. Samarkand ist so teuer. Lassen wir Samarkand mal raus. Lassen wir Samarkand mal raus. Wenn wir es so machen, dann haben wir ihn ja auch so richtig krass isoliert eigentlich. Aber Urgench ist auch extrem teuer. Ich nehme lieber die billigen Provinzen mit. Sollen wir es mal so machen? Achso, ich muss noch gucken, dass sie hier alle an Khorasan, an Kasachstan wechseln. Cool, 15% Moralbonus, da warten wir doch noch gerade einen Moment, bis wir den Bonus abgreifen. Ach, wir kriegen ja neue Einheiten, stimmt. Neuer Mörser, gut. So,
Ja gut, hier ist ja egal. Das da mache ich ja über Return Core, glaube ich. Das ist auch so billig, das können wir ja so rum machen, ne? So. Das sieht doch passabel aus. Mit den Kriegsreparationen. Ich kann mir hier noch Provinzen nehmen, bin mir da aber noch nicht so sicher. Das müssen wir gleich gucken. Achso, jetzt habe ich wenigstens eine Pause gekriegt. Da kann ich auch nochmal gerade ein bisschen rumrechnen. Aber die Provinz hier war eigentlich schon ganz gut. Ja, dann hat Kasachstan hier ein bisschen mehr Landbrücken. Diplomat ist halt ein teurer Spaß, ne? Aber ich muss dann tatsächlich 9 Adminmacht ausgeben, um meine Provinz zu koren. Okay, machen wir das. So, wie machen wir es hier mit dem Morgenempfang? Ich krieg für 25 Jahre einen Malus auf meinen nationalen Steuermodifikator. Bist du denn noch ganz beisammen? Ich glaube, sie verlieren 10 Loyalität. Ich berufe das Parlament ein. Sie gewinnen 15 Loyalität. Und das ist wieder alles in Ordnung. So. Bitte direkt koren für 9. So geil. Das macht schon, also man muss wirklich sagen, es macht schon Laune, mit dem Mogulreich zu spielen und hier die Vasallen aufzublasen und so, ne? Hasban wird zur, was? Wie Hasban wird zur, Habsan wird zur Mark. Müssen wir gleich gucken, wo. Nee. Hä? Hä? Goa ist auch eine Kernprovinz von uns. Wie ging denn das jetzt? Ah ja, okay, gut. Also wir können sie entweder zur Mark machen oder den Krieg erklären. Dann erklären sie uns den Krieg. Sind jetzt auch im Krieg mit den Ming. Oh, ich pausiere mal ganz kurz. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Die Ming haben jetzt gerade ein paar richtig schöne Aufstände. Hm.
Habe ich einen Kriegsgrund gegen die Osmanen? Ich bin jetzt ja gerade mit den Ming im Krieg gegen Habsan. Du bist auch mit Pasai verbündet, ne? Das wäre ja ansonsten echt eine Idee. Ich meine, das Doofe ist, dass diese Rebellen hier sich nicht rechtzeitig werden zusammenschließen können, fürchte ich. Jin-Nationalisten, Qi-Nationalisten, manchurische Nationalisten und dann hier noch Huai-Nationalisten. Ja, da bleibt jetzt halt nur, da müssen wir jetzt mal hoffen, ne? Da müssten wir wirklich hoffen. Ich glaube übrigens, ich bin mir noch nicht sicher, ich kann hier, denke ich, warte mal, Schiffsbedarf und Pelze und so ein Zeug. Ach, ich kann ja auch die Autonomie erhöhen, komm. Das ist eigentlich unsinnig, hier Truppen zu stationieren. Und ergibt er aus meiner Sicht eigentlich gar keinen Sinn. Also für so eine Ming-Katastrophe ist es ziemlich wenig. Ich meine, gut, das sind jetzt 120 Regimenter. Die haben die Ming aber auch. Die haben mehr. Das sind 79. 170 Regimenter haben die Ming. Also da müsste man schon nachhelfen. Es sei denn, da passiert jetzt noch mehr, aber ich glaub's fast nicht. Da wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Gut, ich meine, die haben überall Unruhe, ne? Die haben gerade überall Unruhe, aber da wird nicht mehr passieren, fürchte ich. Ansonsten, wenn da mehr passiert, oh, das wäre so cool. Dann hätte ich aber religiöse Ideen nehmen müssen. Eigentlich. Es könnte sein. Dadurch, dass wir jetzt auch hier den Krieg mit Habsan haben, wir sollten auf jeden Fall den Krieg weiterlaufen lassen, bis sie einen Ruf nach Frieden bekommen oder so. Das könnte sich lohnen, wiederum. Dann hätten wir da die Konstellation, dort die Konstellation, dass die Ming vielleicht mehr Kriegsmüdigkeit bekommen, zumindest ein oder zwei Tage lang, und dadurch vielleicht nochmal das Revoltenrisiko steigt. Das ist halt eben so das Ding, das weiß ich aber nicht. Die haben überall Revoltenrisiko von 7. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Nur der Nachteil ist, wenn sie halt die Revolten, also außer hier jetzt, aber hier dann schon wieder zum Beispiel, da wo sie fremde tun. Nee, das hat noch nicht mal was damit zu tun. Also, wenn wir Schwein haben, dann feuern die jetzt alle so mehr oder weniger gleichzeitig. Und aus irgendeinem Grund will jetzt gerade Windows 10 sich bei mir installieren. Es kann aber jetzt nicht sein, es ist ein ungünstiger Zeitpunkt, mein Lieber. Okay, ich sag mal, wir machen hier einen Cut an der Stelle. Ich bin dann in Kürze wieder da und wir sehen uns dann später. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und sage, macht's gut bis dahin. Tschüss.